Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute ein XXL-Schwertransport im Winter. 79 Tonnen Lieberkran werden wir in strömenden Schneegestöber nachher noch sehen. Ja, auf jeden Fall muss der Kleine hier ordentlich zuppeln. Wir werden erstmal einsteigen und Edeltraut erstmal Hallo sagen. Oh, Edeltraut, ich muss sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich nehme das Video hier am 17. auf. Das ist Winterzeit. Und ja, irgendwie kratzt mir der Hals. Ja, hoffentlich wird der Maximus nicht krank. Naja, wenn ihr das seht, das ist ja Samstag. Das ist ja dann der 19. Da ist ja schon wieder alles vorbei. Ja, auf jeden Fall ist Winter angesagt. Gucken wir mal, der Scheibenwischer funktioniert. Abfahrtskontrolle erledigt. Ja, so ist es manchmal. Und jetzt werden wir schön gemütlich hier erstmal langkosen. Oh, ist das fein. Ist das herrlich. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen. Es ist hier auch wahnsinnig glatt. Naja, eine Fracht haben wir schon aufgenommen. Deswegen werden wir hier ein bisschen vorsichtiger fahren. Das ist jetzt der Kran, der nicht ganz so weit über die Vorderfront geht. Deswegen hätten wir auch mit einem anderen LKW fahren können. Aber ja, wir nehmen den jetzt hier. Okay, ganz, ganz langsam. Bin immer noch gezeichnet von der 1,52 Fahrprüfung. Aber der Maximus hat die Fahrprüfung bestanden. Wer von euch hat nicht. Oh, wer hat von euch auch die Fahrprüfung bestanden? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir werden mal hier kurz anhalten. Und erst bei grün rüberfahren. Ja. Schön rüber cruisen. Ah. Ist wirklich schon ein Gefühl, dass es glatt ist. Einige Mods funktionieren natürlich jetzt noch nicht in der 1,52. Aber im großen Teil funktioniert erstmal alles. Oh, schön. Ja, der LKW hat auf jeden Fall zu tun. Ach, guck mal hier, was ist denn hier von Verkehr? Ich habe den Traffic auf 2 gestellt. Und ich komme so gut wie gar nicht aus dem Knick, ne? Den Emergency Mod, der funktioniert jetzt momentan nicht. Also, wo die Fahrzeuge mit Blaulicht unterwegs sind. Und dennoch ein paar Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen geht das alles an der 1,52. Und es fängt langsam an zu schneien. Es geht los, Freunde. Es geht los. Scheibenwischer an. Ich habe diesen Mod drin, dass hier an den Scheiben mehr Schnee zu sehen ist. Ja, alles in Steam Workshop. Ja. Wetter, Snow, bla bla, etc. Aber es schneit ja noch nicht richtig heftig, ne? Das kommt noch. Oh, das kann ja was werden. Wir haben insgesamt 240 Kilometer noch. Und jetzt werden wir erstmal hier in der Stadt. Wir sind immer noch nicht bei 50. Oh, guckt euch mal an. Das Wetter wird schlimmer. Das Wetter wird schlimmer. Eieieiei. Wir werden richtig schöne Probleme haben. Oh. Fährt man dann nicht auch gleich ein bisschen vorsichtiger, wenn man das Gefühl hat, dass es irgendwie ein bisschen glatter ist? Komm, wir fahren vorsichtiger und gucken mal an, wie es hier draußen aussieht. Ja, auch hier der Schnee. Ah, sieht schon gut aus, ne? Ah, der Winter. Der steht vor der Tür. Oh, ich bremse, ich bremse. Ja, da muss man auch sagen, da haben meine Skills mit der Fahrschule auf jeden Fall schon einiges geholfen, ne? Hey, Güte, wie sieht's denn hier aus, ey? Oh, hier ist neben mir ist ja ein LKW. Nanuchen, Nanuchen. So, wir werden mal ein bisschen frühzeitig bremsen. Naja, ihr wartet wahrscheinlich schon, wie oft ich heute wieder einen Unfall baue. Es ist ja schon der 17. Mann, meine 7. Sollte nicht heute irgendwie noch ein anderes Spiel kommen? Irgendwie so ein Emergency-Spiel? Oh je, wenn das soweit ist. Oh Gott. So. Gucken wir mal. Ach, Freunde. Es wird klappen. So, jetzt geht's erstmal zu unserer Strecke hier. Oh. Eieieiei. Oh, das schneit aber auch heftig. Guckt euch mal an.
Ja, es schneit wirklich richtig viel. Schade, dass es der Schnee, der nicht auf den Fahrzeugen ist. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ah. Wo jetzt aber? War hier die Seitenscheiben schon komplett zugeschneit. Ich sehe ja gar nichts. Oh. Ich glaube, ich bräuchte ein Begleitfahrzeug. Oh. Oh, erstmal ein Fotochen machen. Jetzt. Ja, ich sehe ja jetzt ja nichts. Toll. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Wir müssen auch gleich wieder hier abfahren. Ah, ich muss wirklich ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Also ich kann jetzt nicht so rasen, wie ich das sonst immer mache. Edeltraut sitzt auch schon sehr, sehr verkrampft auf seinen Stuhl. Ich bin ja, wie gesagt, von Bremen fahren wir heute los. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo wir heute hinfahren, aber ja, der Weg ist das Ziel. Wir werden es auch gleich finden. Ach ja. Eieieiei. Das gehört. Jetzt quietschen die Reifen. So. Wir machen mal nur 70. Ich glaube, das ist vollkommen ausreichend jetzt. Eieiei. Wir sind auf jeden Fall erstmal schon auf der Autobahn. Da fühlen wir uns auf jeden Fall mit dem LKW deutlich wohler. Hier hat es auf jeden Fall schon den ersten entschärft. Typischer Auffahrunfall im Winter. Ui! Was ist denn da passiert? Ach je. Bin ich irgendwie mit dem LKW da hängen geblieben? Nanuchen. Anscheinend bin ich irgendwie hängen geblieben. Das habt ihr aber nicht gesehen. Definitiv nicht. Das habt ihr nicht gesehen. Alles im grünen Bereich. Und ich dachte, ich bin schon weg. Aber ist der so breit? Oh ja. Ah, ich habe mich mit dem Fahrzeug nicht ganz so vertraut gemacht. Naja. Gut, gut. Wir haben ja noch 200 Kilometer. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich es heute unfallfrei schaffe, aber... Anscheinend mag das Spiel mich nicht. Ah ja. Oh je. Na gut. Lassen wir es erstmal. Und hoffen, dass wir jetzt trotzdem in der... Ich mach mal die Scheibe runter. Wie sieht denn das aus? Ah. Wenn ich die Scheibe runter mache. Ja, es ist gleich wieder zugeschneit. Keine Chance. Ich müsste es dann offen lassen. Sehe ich auch was im Spiegel hier. Sehe ja gar nichts. Verdammt. Ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen eingeengt. Ja, ich denke mal, 70 km/h wäre jetzt auch unter diesen Bedingungen nicht der richtige Weg, hier lang zu fahren. Aber wir befinden uns ja immer noch im Spiel. Ja. Und ich gebe euch ja in dem Sinne auch so einen kleinen Anreiz, ja, das vielleicht selber mal auszuprobieren, wie das hier alles so funktioniert. Daher macht es einfach mal, fahrt mal eine Runde im winterlichen Setting. Wenn ich nicht vergesse, werde ich auf jeden Fall die Links reinmachen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Mods ich so immer benutze, dann meine Mods vom... Oh, das war jetzt irgendwann im Oktober, Anfang Oktober. War es der 5. Oktober irgendwie so eine Dreh? Da könnt ihr dann auf jeden Fall nochmal alles sehen, welche Mods ich bis dato so im Portfolio habe. Auch in Kategorien unterteilt. Naja. Dass die Leute einfach
zu den Kapiteln springen können. Oder besser gesagt, ne, um da halt zu finden, was sie suchen. So. Jetzt. Ah, nein. Das ist schon leichte Halsschmerzen. Ah, nee. Ach, wird schon. Solange wie kein Knochen rausguckt, ist man gesund. Ja, so sieht's aus. Ah, ist das schön. Einfach hier so lang fahren. Guckt euch das mal an. Es macht aus dem Spiel was ganz anderes, wenn die Witterungsverhältnisse ja jetzt so aussehen, ne? Also so richtig winterlich. Sieht das Spiel wieder ganz anders aus. Bin, wie gesagt, auf mein Profil 2 Vanilla. Und dachte mir, okay, das nutze ich jetzt einfach mal für den Winter. Den ersten Profil ist ja noch der Herbstmod oben. Das funktioniert ja, so wie ich hier sehe, aber eigentlich alles noch. Und wenn dann richtig Winter ist, dann werden wir dazwischen immer mal so hin und her. Ich werde dann wahrscheinlich den späten Herbstmod, also wo denn halt ja alles so ein bisschen Blätter unten sind, Anfang Wintermod, Herbstmod, Wintermod. Aber jetzt ist ja gerade eine richtig schöne Zeit, wenn man so draußen mal guckt, ne, wie die Bäume aussehen. Einfach nur herrlich. Oh, feini. Müssen wir hin? Gut, wir bleiben hier auf der Fahrbahn. Achso, 130 Kilometer noch. Aber ich denke mal, 70, die Geschwindigkeit ist doch angemessen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auch diesbezüglich noch ein bisschen angepasst werden. Dass man halt hier Winter unterwegs ist. Aber die Suppe wird irgendwie immer dichter, oder? Der Nebel. Wobei ich ja auch dieses Jahr sagen muss, war jetzt, glaube ich, einmal gewesen, wo früh Nebel war. Jetzt hier in der Herbstzeit. Sonst nicht. Es ist ja auch so, jetzt wo ich ja den 17. das Video aufnehme, sehe ja nichts. Dass der... Oh, hier ist ein Auto neben mir. Der ist ein Auto neben mir. Jetzt kann ich rüber. Nein, da kommt noch ein Auto. Mensch. Du siehst doch die ganze Zeit, dass ich blinke, du Ei. Dass der Mond jetzt ein Supermond sein soll, ne? Also der soll ziemlich nah jetzt an der Erde dran sein. Auch gegeben, dass der jetzt auch flacher steht. Auch noch ein Grund. Aber angeblich soll das jetzt so ein Supermond sein. Aber es gibt ja Leute, die können ja wirklich dann nicht schlafen. Ob es wirklich Auswirkungen hat, wissenschaftlich wurde es noch nicht so richtig hundertprozentig belegt. Aber halt auch noch nicht widerlegt, ne? Und wenn halt Menschen daran glauben, ja, das ist dann halt auch irgendwie so eine Kraft in sich. Ja, wie die Schwerkraft wahrscheinlich nicht, aber das ist halt irgendwie dann schon... Ja, wenn man sich vorher dann schon verrückt macht, oh, es ist Vollmond, ich kann bestimmt nicht einschlafen. Dann, ja, wenn man die ganze Zeit daran denkt, dann kann das natürlich auch Auswirkungen haben. So, wir fahren noch weiter geradeaus. Dann machen wir das einfach mal. Aber sag mal, ey, das ist ja auch eine Suppe hier, ey. Das ist ja irre. Das siehst du ja nichts. Krass, ne? Aber so ist es nun mal. Mal sehen, wie dieses Jahr auch der Winter wird. Also ich hoffe nicht, dass es so wird. Von mir aus mal 2 Wochen und dann kann der Schnee wieder weg sein. So in der Weihnachtszeit. Aber man muss ja sagen, die letzten Jahre hatten wir ja auch eigentlich immer so ein bisschen Glück, ne? Aber wenn du berufstätig bist und den ganzen Tag mit einem Auto unterwegs oder oft mit einem Auto, ja, dann ist das,
ja, schon ein bisschen anstrengend. Dann immer nur schneit. So, wir müssen jetzt erstmal abfahren. Wir haben noch 60 Kilometer. Man merkt schon, das zieht sich ein bisschen in die Länge, ne? Wenn man jetzt nur 70 fährt, dauert schon. Dann fahren wir mal ab hier. Dann lassen wir einfach mal ein bisschen rollen. Ah, jetzt lieber keinen Kaffee trinken. Leicht, leicht war nur leichtes Rutschen. Aber jetzt. Ja, aber jetzt reingeguckt, ob da irgendwas kommt, ey. War mir jetzt irgendwie auch egal. Da ist hier irgendwas. Ja, da kommt was, aber erstmal rüber. Der war noch weit weg. So, ACC sollte ja auch im strömenden Regen funktionieren. Klappt ja auch. Also muss ich sagen, außer wenn wirklich der Schnee und die Sensoren komplett eingeschneit sind. Dann muss ich das VW-Zeichen richtig sauber machen, weil dahinter ist ja der Sensor, der dann mir sagt, wie schnell ich fahren darf. Aber ich glaube, die Fahrzeuge werden auch ja, so ein bisschen angepasst. Guck mal, der Bus fährt jetzt noch nicht mal 70. Also ich gehe davon aus, dass da irgendwie was ist. Ah ja, schauen wir mal. Oh, jetzt aber ab hier. 26 Kilometer noch. Wo sind wir eigentlich gelandet denn? Dortmund. Aha. Fahren wir ins Ruhrgebiet. Mal wieder nicht aufgepasst, wo ich lang fahre. Einfach den Navi folgen. Ihr Edeltraut hätte was anderes eingeschaltet. Ich wäre gefahren, ohne Sinn und Verstand, und hätte mich dann irgendwann gewundert. Menschenskinder. Sind wir denn eigentlich hier richtig? Das sieht aber auch. Ah, sieht irgendwie cool aus. Ganz leicht bremsen. Oh, irgendwie ein bisschen fester. Da vorne ist ja schon die Bre. Warte, warte. Wie schaffst du es noch? Aber im Großen und Ganzen bin ich ja schon gut gefahren, ne? Also, kleines Lob könnt ihr durchaus mal da lassen. Oder ein Däumchen. Ich bin rübergefahren, ey. Ich dachte. Ah, na gut. Ah ja, gut. Oh, Fotochen. Braucht man vielleicht mal für die Zukunft. Ja, wenigstens fährt das Fahrzeug schön in der Spur, muss man ja wirklich sagen. Also der Wagen, der bleibt da wirklich konstant. Das passt dann schon irgendwie. Eieiei, Karamba. Aber durch die Fahrschule habe ich einiges gelernt. Und ihr seht das quasi jetzt, wie konzentriert ich jetzt hier unterwegs bin. Also diesen kleinen Unfall da, na ja gut, und mal die Rotphase überfahren. Ja, Peanuts, ne? Dafür kann ich ja nicht. Oh je. Ach, hier gibt es sogar eine Apotheke. Ach, siehst du, guck an. Wenn ich ja gleich mal, wenn ich zurückfahre, mal anhalten und mir mal ein paar Hustenbonbons holen. Eieiei, was war denn das jetzt?
Wieso bin ich jetzt hier ausgerutscht? Was? Alter, mir war ein Auto. Ey, sag mal. Ich glaube, jetzt habe ich alles meinen Zenit verspielt hier, ja? Junge, was? Auf einmal ist die Karre weggerutscht. Ich hatte den nicht unter Kontrolle. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin eigentlich nur gerade gefahren. Keine hektische Lenkbewegung. Hab eigentlich nichts gemacht. Bin ich aber auch echt von den Socken. Aha, ich weiß. Der Anhänger kommt nicht so schnell hinterher. Und dadurch... Ja, ja, gut, alles klar. Bei der Beschleunigung dann wieder. Das ist ja auch eine zur Suppe jetzt hier. So, wo muss er uns... Wo will er uns hinstellen? Ja, ein bisschen angeschlagen ist der LKW. Ah, das könnte abhaken. Im Schnee. So. Ups. Oh, das Rausdrücken, da der Bauer ja richtig Kraft hat. Wir haben hier in dieser P-Version 770 PS, ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob beim letzten Mal irgendeiner den LKW was gesagt der, hat. Das ein bisschen übertrieben ist, aber ja, läuft er wieder hier bei mir. Naja, so, Motor aus, Abgabe, und ja, für mich war es auf jeden Fall eine schöne, interessante Folge hier mit diesem Schwertransport hier durch die Gegend cruisen. Also, Wahnsinn, hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir werden uns dann am Sonntag wieder live sehen. Was ich da bringe, weiß ich jetzt noch nicht, weil es ändert sich ja alles so, ja, dramatisch. Deswegen sage ich, haut rein, wünsche euch noch einen schönen Abend, Nachmittag, früh, morgens oder wann auch immer ihr das Video seht. Ihr seid die Besten. Kuss geht raus.